Hallo und herzlich willkommen bei SG Bremtal. Wir haben wieder wunderbare Tage hier auf unserem Gelände in Bremtal und haben die Fußballschule der SG, der Eintracht Frankfurt, auf Besuch. Mit dieses Mal auch sehr renommierte Trainer wie Rudi Bommer und fast unaussprechliches Svoboda Komjenovic. Also macht wieder riesig Spaß. Die Kinder haben einen Heidenspaß hier oben. Das Wetter ist mit uns. Das ist einfach großartig. Und wir freuen uns so, dass es dieses Jahr wieder geklappt hat. Hoffen natürlich, dass es nächstes Jahr wieder klappt. Und natürlich, wenn ich Kinder habe in dem Alter zwischen, sagen wir mal, 7 und 12 oder 15, dann freuen wir uns, wenn sie nächstes Jahr bei uns mitmachen, wenn wir dann den Zuschlag wieder kriegen, worauf wir natürlich hinarbeiten. Also, es macht richtig Spaß hier im Bremtal. Es macht toll, macht wahnsinnig viel Spaß mit der Eintracht Frankfurt. Wir haben ein super didaktisches Konzept hier auf dem Tisch legen und es ist einfach eine große Freude. Vielen Dank und hoffentlich dann bis nächstes Jahr. Noch mal Tempo jetzt. Oben drüber, Zeit wird genommen. Das ist die Zeit. Jawohl, guck mal da hin. Jawohl, guck mal da hin.
20. Oh, lass dir Zeit. 30. Ja. Also wir haben jetzt unsere Eintracht Fußballschule wieder die Woche hier, der zweiten Osterwoche. Ich kann sagen, ich bin jetzt das erste Mal als Jugendleiter dabei und ich bin begeistert. Die Kinder sind begeistert, das Wetter ist toll. Die ganzen Trainer, die von der Eintracht kommen, super Typen. Also die Jungs hier, die ehemaligen Eintracht-Spieler, der Bomber, der Tobolik und der Komjenovic. Super Typen, tolles Training. Unsere Trainer, die von uns dabei sind, die können viel lernen. Habe ich mit denen gesprochen, haben die mir gesagt, die haben viele tolle Sachen, neue Übungen kennengelernt, die sie auch in ihren Training weitermachen so wollen. Und also wie gesagt, wirklich nur Begeisterung hier und die Kinder, denen gefällt es. Wir haben super Wetter hier zum Glück. Nicht so letztes Jahr war es ein bisschen kälter. Man sieht es kurz arm, man kann hier gut rumlaufen. In kurz ist es schön warm. Was bei uns jetzt kurzfristig passiert ist, wir haben am Montag hat einer angefragt wegen einem Ukrainenkind. Den haben die einer gesagt, ja, alles klar, kein Thema, kann gerne mitmachen. Spontan, fand ich klasse. Ist ja auch nicht unbedingt so normal, dass es so schnell passiert. Also von daher, ich habe ein großes Lob an die Fußballschule und ich gehe davon aus und hoffe, dass es nächstes Jahr wiederkommt, dass es genauso läuft, gehe ich davon aus und dann wird es wieder genauso super toll. Ja! Ja! Rechts zwischen Pfosten und blauer Stange und links zwischen Pfosten und blauer Stange gibt es 10 Punkte.